So, Freunde, ich wünsche euch einen schicken. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir haben uns ausgeruht. Im letzten Part ist ja... Naja, wir wären fast krepiert, könnte man sagen. Was ist das hier eigentlich? Komm. Ne, gedrückt halten geht nicht. Okay, krieg ich ja 80. Oh, was alles passiert ist in der Zeit hier schon wieder. Zeitlimit. Oha, medizinische Geräte nicht erreicht. Apropos. Ach ja, wir haben ja diese coolen Handschuhe, die nicht fürs Kämpfen da sind. Aber wir haben uns ja mit einem, ne? Mold heißen die ja. Typen angelegt. So, Fracht, Aufträge. Was ist denn mein aktueller Auftrag? Ah ja, gut, wir haben ja schon eine Strecke zurückgelegt. Genau, vom Bergsteiger zur Fotografin. Ja, dann sind wir ja schon, naja, nicht mehr so weit weg, würde ich sagen, ne? Nicht mehr so weit weg. Gut, dann, da müssen wir hin. Steht hier noch eventuell irgendwie... Nö, kein Fahrzeug. Aber wir können ja mal gucken, ob die Seilrutsche funktioniert. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da mal, wenn wir die mal benutzen können. Ja, wie gesagt, im letzten Part, ne? Das ist ein bisschen ungünstig gewesen. Ah, stimmt ja. Ja, Bibi ist immer noch nicht da. Ach, das ist noch nicht fertig gebaut, oder? Ne, doch, Seilratsche benutzen. Keine Verbindung. Na gut, dann halt nicht. Hätte ja mal sein können, dass wir mal Glück haben. Fängt es auch noch an zu regnen. Was? Warum ist die Brücke kaputt? Beziehungsweise das Stück Leiter hat gefehlt. Was? GDs? Ich hab nicht schon wieder Bock auf irgendwelchen GD-Schlamm-Mistkram. Wo ist denn eigentlich schon wieder unsere Bola-Gun? Natürlich ist die wieder auf dem Rücken. Die ist auch schon fertig, ey. Die ist schon richtig fertig. Was ist denn dann noch? Wir haben noch eine Leiter im Anzug. Wir haben noch einen Haken. Wir haben noch eine Leiter. Wir haben einen Lastenschweber noch dabei. Okay. Krafthandschuhe. Ja. Und Stiefel der Stufe 3. Das sind die Fotos. Ein riesengroßen, also bestimmt ganzer Kasten. Ganzer, ja, ich bin mir sicher. Komm. Aber diese tausendfache Bestätigung. Oh, wie sind wir aus dem Netzwerk raus? Über den Berg rüber. Ich meine, dafür habe ich die Kletterhaken, ne? Ich habe die extra eingepackt und kann ich auch benutzen. Ist ja nicht so, als wenn ich den ganzen Krempel immer irgendwie nur lagern möchte. Aber was Ressourcen angeht, ich bin ja immer so ein Sparfuchs. Ich will ja immer bis zum letzten Ende das nicht benutzen. Ich will jetzt auch nicht anfangen zu rennen, ne? Ich kann die GDs nicht sehen, deswegen
Vorsicht ist geboten. Hoffentlich zerfällt die Bola gar nicht. Das wäre doof. Weil eigentlich ist die für die Verteidigung da. Ich könnte natürlich auch scharfe Waffen mitnehmen. Habe ich ja auch noch nie ausprobiert. Wäre vielleicht eigentlich mal ganz interessant. Oha, da möchte ich eigentlich nicht runterfallen. Deswegen Gadget Nummer 1. Le Haken. Und ab dafür. Natürlich muss er sich fast das Knie brechen. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Ja, dafür nicht. Das ist mein. Ich mach's gerne. Liefern. Fracht liefern. Bestätigen. Wird geliefert. Du arbeitest für Bridges, oder? Sonst hast du nichts für mich, oder? Nein? Okay, vergiss es. Das sieht gut aus. Da bin ich erleichtert. Wieso? Du hast doch genug Fotos. Was? Das ist doch das, was du bestellt hast. Mehr nicht. Hey, ich habe eine Bitte. Könntest du vielleicht die Kamera meines Vaters für mich finden? Es ist eine lange Geschichte, aber er führte in der Gegend Feldforschungen durch. Mein Vater glaubte, der Schlüssel zum Verständnis des gestrandeten Todes läge irgendwo in den Höhlen und Gesteinsschichten verborgen. Doch er starb, bevor er sein Werk vollenden konnte. Jetzt muss ich es für ihn abschließen. Und vor kurzem habe ich etwas gefunden. Etwas Erstaunliches. Ich war mir sicher, dass mein Vater genau danach gesucht hatte, auch wenn ich selbst die Verbindung zum gestrandeten Tod nicht sehen konnte. Ich brauchte eine Expertenmeinung, jemanden, der sich meinen Fund ansehen und ihn mir erklären konnte. Also habe ich meine Entdeckungen mit der Kamera meines Vaters dokumentiert. Ich habe alle Einzelheiten fotografiert. Doch auf dem Rückweg traf ich auf eine Gruppe bewaffneter Männer und geriet in Panik. Ich habe alles fallen gelassen und bin einfach nur gerannt. Zum Glück haben sie mich nicht bemerkt. Aber nach der Flucht war die Kamera mit der Box und allem weg. Seitdem versuche ich, den Mut aufzubringen, nach ihr zu suchen. Aber dann fiel mir ein, dass das Frachtetikett noch an der Box klebt. Und ich dachte mir, dass du sie vielleicht orten könntest. Schließlich arbeitest du ja bei Bridges und so. Bitte, ich würde alles für diese Kamera geben. Ich stelle den Auftrag ein. Ich hoffe, du verstehst, wie wichtig mir diese Kamera ist. Bis ich sie in Sicherheit weiß, kann ich an nichts anderes denken. Du kannst dieses Terminal benutzen, falls du sofort loslegen willst. Hier. Wenn ich selbst ginge, würde ich das hier mitnehmen. Tu dir keinen Zwang an. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Oh, kriegen wir ein neues Spielzeug? Erhältst du an einem Lieferterminal. Was habe ich da denn noch alles im Schlepptau? Oh,
gucken. Erstmal privater Spind. Da ist noch ein Kletterhaken drinne. Und wieder die Bola-Gun. Sag mal, wir hatten gesagt, dass du das umsortieren sollst. Ich verstehe es halt nicht, warum er das immer umsortieren muss. Guck mal, machen wir mal zufällig. Zack. So, Bola-Gun. Die soll da schön dranbleiben. Nee, dann habe ich hier noch so ein Kletterhaken-Dingens. Am Anzug befestigen. So, jetzt habe ich nur den Lastenschweber dabei. Stimmt, den haben wir benutzt, um vom Berg runter zu sliden. Kann das sein? So. Aufträge für Sam. Uff. Oh, nö. Kann das sein? Ja, gut. Wir müssen es ja machen. Dass die Mule-Typen die Kamera haben? Eventuell? Nicht tödliches Sturmgewehr. Dieses vollautomatische Gewehr verschießt Gummigeschosse. Die Ziele bewusst. Ach, die machen die bewusstlos. Okay. Was ist da jetzt? Ach so, nicht tödliches. Schrotflinte. Bola-Gun. Ja, komm. Gib mir eine Knarre mit. Warte. Ein Vorratstäschchen verstauen. Plattenpanzerung. Am Anzug befestigen. Schützen wir uns doch. Wenn wir schon sowas machen müssen. Was ist das? Schockgranate. Fahrzeuge vorübergehend lähmen. Ja, ich denke mal, das langt erstmal. So, aufbrechen. Jawohl. Aber bevor ich jetzt hier was mache, möchte ich doch erstmal den Warte mal, ich kann das doch, warte. Wie geht das noch? Ja, genau, mit Viereck. Die Bola-Gun nehme ich mit. Das kann... Die Leiter nehme ich mal mit. Das packe ich weg. Im privaten Spind legen. Bestätigen. Nice one. So. Warte mal. Ich. Ach so, ich kann keine Aufträge mehr annehmen. Gut. Dann habe ich jetzt. Lass mich mal schnell gucken, was die Fracht sagt. Fracht. Die Leiter ist hinten auf dem Rücken. Ja, das ist okay. Das ist okay. Gut. Sind wir einsatzbereit? Wo ist unser Ziel? Oh, krass. Das ist so weit weg. Mal dann. Ich könnte mir natürlich auch noch ein TCK besorgen. Mir so eine Seilrutsche bauen, das könnte ich natürlich auch machen. Jetzt wird es ein bisschen actionlastiger. Ich würde aber trotzdem versuchen zu stealthen, sage ich jetzt noch. Und am Ende ist es dann wieder alles hinfällig. Wow, ich hätte mir vielleicht noch eine Schnur mitnehmen können. Schönen Ellbogen gestoßen oder so. Ja, Katakuri.
Ich hätte mir tatsächlich da mal einen Haken hin machen können. Ich glaube, da kann man auch wieder hochklettern. Dann hätte ich immer die Möglichkeit, den Berg einfach so easy hoch und runter zu steigen. Oder ich würde mir eine Seilrutsche das nächste Mal hinbauen. Mal gucken, wie oft wir zur Fotografin müssen. In den meisten Fällen ist es ja dann doch nicht so oft. Gibt es nicht auch ein Katapult oder sowas? Ich habe das jetzt einfach mal mitgenommen, weil das kann ja auch gute Ablenkungsmanöver sein. Ich vergesse das immer. Ich wollte eigentlich gucken, wie das mit dem Scan funktioniert. Wir können ja eigentlich nur einen Sprint einlegen. Mit dem Scan habe ich das vergessen. Aber ich wollte gucken, wie es gemacht wird. Siehst du, das ist. Die Zahlen sehen immer so krass aus, aber sind sie dann gar nicht. Seid ihr da draußen? Na. Also, Sam, stehen bleiben. Ich möchte eigentlich ungerne durchs Wasser warten. Was? Straßenbaubereich? Kann ich die nicht miteinander verbinden? Einfach die bestehende Leiter. Das ist gut. Okay. Ach, okay, also er macht immer so an den Holster was schnell ran muss. Annäherung ans Ziel. Ja, hier hatten wir letztens Trouble mit den Leuten. Jetzt kommen wir wieder. Und jetzt machen wir Trouble. Beziehungsweise, wir versuchen es mal. Ich weiß ja auch nicht, wie das ist mit okay, so viel zu Stealth. Erstmal verstecken. Also ich glaube, ich muss scannen, wenn die Welle kommt. So, Blut. Ausdauer wiederhergestellt. Ja, komm, gehen wir wieder raus. War ja eigentlich nur, um den ganzen Spaß zu resetten. Ich muss noch die Fracht in die Hand nehmen. Chemikalien in die Hand.
was? Ich muss das auch gedrückt halten, okay. Wie kann man die denn noch? Wer hat denn Kamera? Warte mal, wo ist denn die Schlinge? Hier ist die Schlinge. Jetzt auch schön schlafen gehen, mein Freund. Gute Nacht, Penner. Schlaf schön, mein Freund. Gefunden. Ganz schnell. Das funktioniert geil. Oh, ich habe auch echt ordentlich einen auf den Sack gekriegt. Ach, das sind die chiralen Kristalle. Ausrüsten. Fall um! Okay. Weiter. Oh, krass. Wie weit die mich sehen und wie weit die auch schon... Treffsicherheit ist bei denen 100% ausgemaxt. Oder? Warte. Kann ich doch auch mit dem Packseil holen. So.
Falsche Entscheidung, mein Freund. Falsche Entscheidung. Ich glaube, wenn die mich nicht gesehen haben, dann ist der Treffer sofort ohnmächtig, wenn der trifft. Die Kamera. Wir haben alles, was wir wollten. Na komm auf! Mein Freund! Verdammten Paket-Junkies! So, wenn ich schon mal hier bin, dann schaue ich mich auch um. Schockbomben, Blutbeutel, ja, nehme ich mit. So. Der ist leer. Der kann hier bleiben. Bitteschön. Könnte was mit anfangen. So. Ah. Sehr gut. Kleine Transfusion. Was haben wir denn hier? Sturmgewehr, tödlich natürlich, sonst wird es da stehen. Guck mal, der Bergsteiger. Discs. Oh, ein Kraftskelett. Das drück mal, das pack mal ran. Spezielle Legierung, spezielle Legierung. Ah, verlorene Fracht. Könnte ich eigentlich retten, komm. Das Sturmgewehr lasse ich zurück. Die Materialien lasse ich auch zurück. Mehr will ich ja eigentlich nicht. Dann kriegt die gleich jemand anders, die Materialien, und dann ist gut. Der Rest kann in der Vorratstasche sein. Schnappe ich mir gleich das Auto von dir und fahre die alle über. Und guck mal, was passiert, wenn ich schnell... Nein, das mache ich nicht, natürlich nicht. Ich bin kein Mörder. Auch wenn das die Bösen sind. Obwohl, so richtig klar ist es ja nicht, ne? Okay, die greifen uns an. Gut, okay. Wem gehört denn das Auto? Weil da irgendwie was zum Liken war. Ah, fahren wir. Wie sie da alle liegen, ausgenommen. Ist das ein Wagen von denen? Er sieht so anders aus. Jetzt muss ich natürlich außen rumfahren. Das ist ja nicht das Problem. Ein bisschen durch die Gegend fahren ist ja okay. Auch wenn wir wieder Musik haben, was nicht so toll ist. Ja, mit freundlicher Genehmigung. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn die Genehmigung da wäre.
Ist egal, dann ist das halt wieder geclaimed. Mein Gott, ich würde es besser finden, wenn man im Game halt, sag schnell, die Musik genießen kann. Dass ich jetzt quasi auch still sein könnte. Wie die Tour hier... Wow! Die Tour hier genießen könnten. So, und wenn wir die Kamera weggebracht haben, würde ich auch sagen, reicht es denn auch für heute. Das war sehr entspannt und aufregend zugleich. Fahre ich denn überhaupt richtig? Oh. Ist man total dran vorbeifahren hier. Was ist da los? Kann ich überhaupt safe runterfahren? Ich hätte hier wunderbar schön hochfahren können, ey. Voll schön. Voll cool gemacht. So. Liefern. Okay, machen wir erstmal liefern. Kamera. Bitteschön. Ich hab's geschafft. Fracht wird geliefert. Oh, wow. Vielen Dank. Ich dachte schon, ich würde sie nie wiedersehen. Oh, Gott sei Dank. Sie sieht exakt so aus wie immer. Oh, du ahnst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Wenn du irgendwelche anderen Bilder siehst, frag mich nicht. Die war bei den Mules. Wer weiß, was die dafür, Bilder machen. Es war die Idee meines Vaters, hierher zu ziehen. Er war überzeugt, das Rätsel des gestrandeten Todes ganz allein lösen zu können. Und wir dachten das auch. Aber sieh nur, was daraus geworden ist. Ach, wärst du nicht hier vorbeigekommen, wäre die Kamera verloren gewesen und niemand hätte je einen Blick auf unsere harte Arbeit werfen können. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Welt muss davon erfahren. Irgendjemand da draußen wird daraus schlau werden. Also, verbinde uns. Wir wollen Teil der UCA werden. Ich hoffe wirklich, dass unsere Arbeit etwas bewirken kann. Danke nochmal. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Sam Hartman hier. Die Kamera, die du geborgen hast, enthielt ziemlich interessante Aufnahmen. Die darauf gespeicherten Daten samt Forschungsunterlagen ihres Vaters haben wir automatisch erhalten, als du den Bunker der Fotografin ins Netzwerk gebracht hast. Egal. Mein Labor hat immer noch keine schnelle chirale Verbindung, aber ich konnte eines der Bilder mit der Datenbank im HQ abgleichen. Auf Grundlage meiner vorläufigen Berechnungen sowie der fotografischen und dokumentierten Beweise in unseren Archiven würde ich das Alter der Malereien auf 30.000 Jahre schätzen. Mindestens. Die Künstler waren wahrscheinlich auf dem Kontinent umherziehende Neandertaler oder andere Urmenschen. Siehst du diese delfinartigen Wesen? Zur damaligen Zeit lag die Höhle noch weiter von der Küste entfernt als heute. Wie konnten die Künstler also Delfinen begegnen? Antwort: Das konnten sie nicht. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht Delfinen, sondern gestrandeten Dingen begegnet sind.
Und das würde bedeuten, dass der gestrandete Tod nicht das erste Phänomen seiner Art ist, dass es schon mal passiert ist. Auf unserem Planeten sind schon unzählige Arten ausgestorben. Von Bakterien bis zu Dinosauriern. Forscher nennen die größten bekannten Massenaussterben die großen fünf. Aber natürlich gab es viele weitere Aussterbeereignisse, wenn auch in kleinerem Maßstab. Was, wenn die Künstler so ein Ereignis dokumentieren wollten? Ihr eigenes Aussterben? Das wäre das erste Zeugnis eines gestrandeten Todes in der Geschichte. Und es würde auch meine anderen Theorien stützen. Je eher du mich mit dem Netzwerk verbindest, desto eher wissen wir es. Stell dir nur vor, welche Geheimnisse wir lüften können. Ich warte auf dich, Sam. Tolle Neuigkeiten, Sam. Die Vitalfunktionen von BB-28 sind fast im optimalen Betriebsbereich. Kurz vor meinem Anruf hat es die Augen geöffnet. Es blickte sich um, als würde es jemanden suchen. Und dann trafen sich unsere Blicke. Für einen Moment, glaube ich. Ich sag dir, es hätte mich fast so weit gebracht, das Kleine selbst zu behalten. Egal. Ich muss noch einiges prüfen und eventuell Anpassungen vornehmen. Aber die lokalen chiralen Schwankungen könnten Probleme bereiten. Kannst du vielleicht noch einen Ort ins Netzwerk integrieren? Sobald du das getan hast und ich bestätigen konnte, dass das BB zuverlässig funktioniert, gebe ich es wieder in deiner Obhut. Das ist der letzte Schritt. Versprochen. Nur noch ein Ort. Das sollte genügen. Viel Glück. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Ja, dann wissen wir mal, was wir zu tun haben. Können wir den auch gleich von hier annehmen? Aufträge für Sam, Standardaufträge. Nö. Dann, recyceln? Was soll ich denn recyceln? Kann ich das nicht liefern? Ja, okay, vielleicht muss ich jetzt telefonieren. Ich hatte ja eben leider versucht anzurufen. Ich möchte doch einfach nur Material nehmen, möchte ich nicht. Ausrüstung herstellen. Ja, die beiden Schrotflinten. Standardaufträge. Ich muss ja wahrscheinlich. Ich könnte das mitnehmen. Ich muss ja nach Mount North City zurück. Nichts herstellen. Das ist. Es passt so. Alles gut so. Was haben wir denn hier alles? Alles umladen. So. Was haben wir denn hier alles geladen? Nur alte Fotos? Na gut. Auftrag zugewiesen. Dann würde ich sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Und ja, ich hoffe, es geht weiter voran. Und Bibi kommt auch bald zurück, so wie wir gehört haben. Also schaltet wieder ein, wenn es beim nächsten Mal heißt Let's Play Death Stranding. Danke fürs Einschalten und ciao, ciao.